Nachdem wir einen Blick auf den König der Piraten Goldie Roger geworfen haben, auf Gott Enel, auf den Kaiser Whitebeard in seiner Primetime, den Großadmiral Sengoku, den dunklen König Rayleigh und so, so viele weitere Charaktere, die in diesem Format schon behandelt wurden, werden wir jetzt das allererste Mal uns keinen Charakter im Einzelnen angucken, sondern eine ganze Art Fraktion. An dieser Stelle die sieben Samurai der Meere. Hi Freunde, ich bin Myrolox und im heutigen Video sprechen wir darüber, wie stark waren die sieben Samurai der Meere wirklich in One Piece. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr auch Bock auf diese Abspaltung habt, wir uns also in Zukunft vielleicht mal CP-Einheiten, Seraphim, Revolutionäre etc. angucken sollen, dann lasst das natürlich gerne in den Kommentaren da. Bei 600 Likes feuere ich den nächsten Part zeitnah raus. Und wir beginnen mit dem Video und zwar mit den sieben Samurai der Meere. Ganz, ganz wichtig, hier geht es nicht direkt um die einzelne Stärke von verschiedenen Charakteren. Also es geht nicht darum zu sagen, dass Crocodile, Blackbeard, Mihawk oder sowas in einen bestimmten Zyklus eine sehr, sehr krasse sieben Samurai-Macht dargestellt haben oder dass die Konstellation von diesen sieben Samurai-Mitgliedern am mächtigsten war. Und es geht auch nicht wirklich darum einzuordnen, ob jetzt die Seraphim zum Beispiel krasser sind oder nicht, sondern wir betrachten das System als Ganzes. Und das frühstücken wir mal so nach und nach wieder ab. Ihr kennt das Ganze ja. Verschiedene Piraten werden halt von der Marine und Weltregierung in den sieben Samurai-Status gerufen, wenn sie natürlich besonders mächtig sind, besonders viel Einfluss haben oder die Marine und Weltregierung natürlich in anderem Bezug einen Vorteil rauskassieren kann. Aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, es geht auch nicht darum, ob die sieben Samurai ein sinnvolles System war. Denn wenn man es so betrachtet, wurden ganze Königreiche unterjocht, Waffenlieferungen in die ganze Welt wurden hervorangetrieben durch zum Beispiel Doflamingo, Kaiser wurden maßgeblich in ihren Kräfteanstieg unterstützt, beispielsweise auch durch Doflamingo und die Weltregierung und Marine wurde mehrfach sabotiert und angegriffen durch verschiedene Charaktere, die im sieben Samurai-Status waren, wie zum Beispiel Bo Hancock. Das heißt, ob dieses Konstrukt sinnvoll war, kann man schon mal ganz, ganz schnell mit Nein abfrühstücken. Das war es nicht. Die Piraten, die in diesem Status waren, haben sich immer wieder im Detail mehr Vorteile rausgenommen, als sie der Marine und Weltregierung gegeben haben. Das Konstrukt wäre ja eigentlich, dass die Marine und Weltregierung in Sondersituationen die ganzen Leute einberuft. Sie kämpfen für die Marine und Weltregierung, sorgen für den Kräfteunterschied. Wir kennen ja auch das legendäre Symbol der Dreimacht, was in Kapitel 432 angesprochen wurde, dass die Kaiser in Kombination mit Marine und sieben Samurai die Dreimacht darstellen. Die sieben Samurai gehören aber im Umkehrschluss ja mit zur Marine. Das heißt, sie stellen so ein bisschen das Kräftegleichgewicht dar. Aber wenn man es ehrlich nimmt, haben die sich da wirklich viel mehr Vorteile rausgenommen. Der signifikante Punkt, wo wir die sieben Samurai mal wirklich in Aktion gesehen haben, beziehungsweise auch den Sinn der sieben Samurai mitgesehen haben, war dann als Beispiel der Marinefortkrieg. Der Marinefortkrieg war maßgeblich auch von den Samurai der Meere geprägt. Sie haben alle in einer gewissen Art und Weise einen Impact in diesem Krieg gehabt und sie waren auch von Sengoku benannt als maßgeblicher Faktor. Man wollte die sieben Samurai einberufen, bevor Whitebeard angreifen kann und das war zumindest für Flottenadmiral Sengoku damals ein maßgeblicher Punkt im Kampf und ja, vom Prinzip her hat Sengoku vollkommen recht. Wir wissen, was Sengoku für ein Genie ist und er hat natürlich recht. Stärketechnisch zeigt es, dass dieses Konstrukt sogar den Kaiser Whitebeard mit seiner riesigen Flotte entgegenstehen kann. Wenn ein Mihawk und eine Bo Hancock und alle all out gehen, um gegen diesen Kaiser zu kämpfen, dann hätte Whitebeard hier ganz schöne Probleme gehabt und es wäre gar nicht dazu gekommen, dass man Ace wirklich befreien kann. Aber so war es dann am Ende des Tages nicht. Das heißt, vom Prinzip her ist das ein Paradebeispiel zu sagen, das Konstrukt ist perfekt. Alle Samurai der Meere kämpfen gegen Whitebeard all out und helfen der Marine und Weltregierung im besten Einvernehmen quasi, um den Gegner zu schlagen. Aber fassen wir es mal kurz zusammen. Bo Hancock war ein sieben Samurai-Mitglied und hat Ruffy actually geholfen, Ace zu befreien. Sie hat ihn mehrfach unterstützt und sogar gegen Marinesoldaten gekämpft oder auch gegen die Pazifister und sowas sich da vorgestellt. Das heißt, Bo Hancock hat es actually komplett sabotiert. Mihawk hat sich aus dem Staub gemacht, nachdem Shanks aufgetaucht ist, hat sich also schon mal aus dem Kampf verabschiedet und hat dadurch gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, dass man auch gegen Shanks antreten kann. Blackbeard ist nur aufgetaucht, um seine eigenen Ziele zu verfolgen, Whitebeard zu töten und seine Teufelsfrucht zu stehlen und hat danach sogar auch wieder die Marine- und Weltregierung angegriffen, beziehungsweise halt die dort anwesende Marinesoldaten. Heißt, er hat sich wie Bo Hancock auch quasi dagegen verhalten. Ja, Doflamingo hat da nur ein bisschen rumgespielt, hat dann im späteren Verlauf sogar noch den Auftrag bekommen, Gecko Moria, einen anderen Samurai der Meere, also quasi zu töten. Und wenn man so betrachtet, sogar die ehemaligen Samurai der Meere, wie zum Beispiel Jinbei und Sir Crocodile, sind einfach auf der gegenüberliegenden Seite gewesen und haben ebenfalls gegen die Marine gekämpft. Also das lief schon alles eher nicht so gut. Wenn man es wirklich im Großen und Ganzen betrachtet, hat da keiner wirklich einen Dienst geleistet.
geleistet, außer Kuma. Und bei Kuma wissen wir natürlich, dass es einen sehr, sehr, sehr traurigen Hintergrund hat, warum da quasi Befehle ausgeführt werden. Das haben wir ja dann im späteren Verlauf nochmal genauer erklärt bekommen. Aber außer Kuma hat in diesem Paradebeispiel, wie stark die sieben Samurai sind, ja, keiner wirklich performt. Dennoch gibt es natürlich einen gewissen Anteil im Kriegsgeschehen. Man darf ja auch nicht vergessen, Mihawk hat beispielsweise sehr lange Vista abgehalten. Sir Crocodile hat lange mit Jozo zusammengekämpft und Doflamingo hat die dann aufgehalten. Das heißt, also da gab es schon verschiedene Szenarien, wo man sagen kann, okay, hier haben die sieben Samurai die Kommandanten, also die mächtigsten Leute von Whitebeard in gewisser Weise aufgehalten. Aber am Ende des Tages hat es keinen signifikanten Impact gehabt. Kommen wir aber mal dazu, wie krass es eigentlich hätte sein können. Crocodile ist mit Anfang 20 schon in den sieben Samurai der Meerestatus gekommen, war also über 20 Jahre lang Mitglied der sieben Samurai. Boa Hancock ist vor 13 Jahren beigetreten. Jinbei und Doflamingo sind beide über 10 Jahre dabei. Das heißt, die sind alle schon eine riesige lange Zeit mit von der Partie und man könnte demnach verkaufen, dass die eigentlich schon in verschiedensten Aufträgen für die Marine auch mal was Gutes gemacht haben. Und hier schneidet Oda selbst so ein bisschen ein. Er hat ja die Netflix-Serie begleitet und in der Netflix-Serie, also in der Real-Life-Verfilmung von One Piece, sieht man auch, dass Mihawk einen Auftrag von der Marine direkt von Garp entgegennimmt und sich quasi auch im Auftrag der Marine fortbewegt und auch sogar kämpft. Und das macht natürlich einen himmelweiten Unterschied, wenn man das so interpretiert, dass hier in dem Sinne die Marine schon die direkte Hoheit über die Piraten hat und die mehrfach in verschiedenen Königreichen oder Operationen einsetzt, um bestimmte Dinge zu machen. Was das Konstrukt aber noch viel krasser macht, und das ist mit der heftigste Umstand in dieser ganzen Konstellation, ist die Stärke, die sie repräsentieren in der Welt. Es geht nicht immer nur darum, eine gewisse Person zu rekrutieren, sondern natürlich geht es auch um die Crew, die sie beispielsweise mit dabei haben. Man kann natürlich mit einem Charakter von Mihawk, hat man nur eine Person, die ist natürlich dann übertrieben krass. Aber in verschiedensten Konstellationen ist zum Beispiel die Crew oder das Volk oder das Königreich der ausschlaggebende Faktor. Beispielsweise das Kuya-Volk von Boa Hancock ist dann ja mit von der Partie, weil sie sie als Kaiserin sehen, als Königin des Volkes und demnach hat man das ganze Volk hinter sich stehen, solange Boa Hancock natürlich nichts gegen die Marine macht, was sie natürlich trotzdem andauernd macht. Jinbei ist das Paradebeispiel dafür. Jinbei ist als Fischmensch und als sehr, sehr, sehr hoch angesehener Fischmensch ein Schlüsselpunkt, um die Beziehung zu den Fischmenschen aufrechtzuerhalten. Die Marine und Weltregierung ist ja nicht gerade dafür bekannt, einen guten Umgang mit den Fischmenschen zu haben und um hier die Wogen so ein bisschen zu glätten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht aus dem Gleichgewicht gerät, ist Jinbei zum Beispiel ein Schlüsselpunkt gewesen, um die Beziehung so ein bisschen zu stabilisieren. Und das ist so ein bisschen ein grundlegendes Fazit, was wir hier schließen können. Die sieben Samurai als System sind verrückt overpowered. Wenn man die Stärke der Einzelnen betrachtet, und hier ist es egal, in welche Epoche wir gucken, ob wir uns eher die neueren Samurai mit Buggy und Co. angucken oder auch mit Edward Weevil und sowas, oder halt auch in die früheren Samurai wirklich mit Sir Crocodile und Co., egal in welche Zeitepoche von One Piece man guckt, egal ob Pre-Timeskip oder nach dem Timeskip, die sieben Samurai an sich sind geisteskrank overpowered. Aber da sich die Interessen der Samurai selbst und ihre Taten mit der Marine so stark beißen und sie sogar ja die Kaiser zum Teil verstärken und bewusst pushen, macht das ganze System kaputt. Es hat ja auch einen Grund, warum Fujitora und Co. immer wieder angesprochen haben, dieses System zu kippen. Deswegen Fazit an dieser Stelle, das 7-Samurai-System in One Piece ist eins der mächtigsten überhaupt und ganz bewusst in der Dreimacht wiedergespiegelt und stellt eins der heftigsten Instanzen dar, die jemals in One Piece passiert sind, aber es hat einen ganz, ganz guten Hintergrund, dass man hier auf die Seraphim geswitcht ist, die wirklich die Befehle befolgen, weil die Seraphim zeigen ja jetzt auch ein bisschen, wie gut es funktionieren könnte. Die Seraphim sind alle noch nicht am Limit und wurden immer wieder mit der Befehlskette hin und her geswitcht. Wenn sie aber mit einem klaren Befehl kommen, konfrontiert werden, sieht man an einem Paradebeispiel, wie S-Hawk zum Beispiel einen Blackbeard zum Schwitzen bringen kann und den alleine beschäftigen kann. Auch die anderen Seraphim sind sehr, sehr heftige Charaktere und hier sieht man dann so ein bisschen das Gegenspiel, wie gut das System funktionieren könnte. Schlussendlich betrachtet, heftiges System, viel Stärke, aber wenig Nutzen an dieser Stelle. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von den 7-Samurai-System? Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt und wir sehen uns natürlich bald auch wieder mit einzelnen Videos zu einzelnen Charakteren und natürlich noch viel, viel, viel mehr Content. Auch die Podcasts gehen in Zukunft weiter, Leute. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein.